Hallihallo, ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder. Ich habe gerade Post bekommen und zwar ist eine Tauschpost dabei gewesen. Ich habe getauscht mit der lieben Rina von Rina Sweet Craft World. Und zwar hatte sie ein Flipbook gemacht und hatte dazu ein Video gezeigt. Das werde ich euch unten natürlich verlinken. Und ja, da hatte ich ihr geschrieben, dass ich das eine gerne hätte und habe sie dann gefragt, was sie gerne haben möchte, und ich habe ihr dann einen Pocket Letter gebastelt und habe ihr den geschickt, und heute ist ihre Post angekommen und das werde ich gleich mal aufmachen. Ja, ich zeige es euch natürlich nicht von vorne, weil da ist jetzt die Adresse noch drauf. Ich werde es einfach mal vorsichtig aufschneiden. Unten, nicht, dass mir das hier noch dagegen fliegt, so, und dann hole ich das hier einfach mal so raus. Ach hey, okay, jo, okay, hier habe ich als erstes die Post, und hier hat sie so eine ganz schöne Karte gemacht, die gucke ich mir mal hier hinten an. Oh, das ist gar keine Post, hier sind lauter Sticky Notes eingeklebt. Und ganz, ganz süße Sachen. Und da ist er wieder, mein Turbo, ich liebe ihn. Ja, und auch dieses Bärchen, wie heißt der? Ach, ich kann mir den Namen nicht behalten. Und hier hat sie einen Schmetterling ausgestanzt, auch total hübsch. Und dann mit Strasssteinchen drumherum geklebt, sehr schön, vielen Dank. Und hier haben wir einen Tee. Ja, der riecht auch ganz schön. Hier haben wir ein paar Stanzteile. Ich würde sagen, das sind Rosen mit Blättern. Jawohl, einmal in Rosa und einmal in Weiß. Dann, was ist das? Das ist, sind verschiedene gestanzte Teile drin. So ein bisschen weihnachtsmäßig, würde ich sagen. Und hier noch so ein paar Schmetterlinge. Ich möchte das jetzt nicht aufmachen. Und hier ist noch geprägt. Ja, sehr schön, vielen Dank. Diese kleinen Tütchen nehme ich mir nochmal auf. Ach Gott, das ist ja süß. Hier hat sie so ein Bärchen draufgeklebt. Und ja, hier einfach so ein Bärchen. Ach, und hier ist die Post. Ich lese mal kurz alleine. Ja, sie schreibt, dass sie hat ein bisschen später geschickt, aber es war gar nicht so viel später. Also deswegen ist das gar nicht so wild. Und ja, sie hofft, dass mir das Flipbook und die Goodies gefallen, und ich bin mir da ziemlich sicher. Und hier ist noch eine süße kleine Schoki. Und auch hier nochmal ein Tee. Die Mette Minze. Mag ich sehr gerne, die Mette Minze. So, das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Und jetzt machen wir erstmal das Flipbook auf. Ja, und sie hatte schon gesagt, dass sie Goodies mit reingetan hat. Beziehungsweise haben wir das abgesprochen. Ja, und es tut mir total leid. Mein Päckchen war irgendwie nicht gut verklebt und ist halb offen bei ihr angekommen. Also so wie ich es auf dem Bild gesehen habe, haben wohl nur ein paar Sticker gefehlt. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich, ne? Wenn das aufgeht. Und ich habe auch nicht, ich weiß auch nicht genau, ob nicht noch irgendwas fehlt. Ja, und hier ist jetzt ihr Flipbook. Und dann machen wir es mal auf. Hier habe ich schon zerknickt. Ja, also hier ist dieses von Sunnix, dieser süße kleine Hase, das hat mir so super gut gefallen. Und hier hat sie mir einen kleinen Stickerbogen mit reingemacht. Ja, und hier mit dem Strasssteinchen, Love, und hier hinten sind so ein bisschen Schaumstoff, Goodies mit drin, auch sehr süß. Ja, hier ist halt so eine Tasche gearbeitet. Und hier auch wieder Strasssteinchen drauf. Ganz süß. So, hier kann man etwas reinmachen. Aha, und da hat sie mir so Schmetterlings-Strassteile drauf gemacht. Auch sehr süß. Ich glaube, die lasse ich da einfach drin. Die werde ich, glaube ich, gar nicht verwenden. Aber mal gucken. Mal schauen. Ja, und hier vorne klebt noch so ein schönes Strassherzchen drauf mit Glitzer. Sehr, sehr süß. Oh, hier oben. Ich gucke erstmal hier unten. Hier sind noch ein paar Notizzettelchen.
ganz süß. Und hier unten hat sie das wie so ein Fenster gearbeitet, dass es so aussieht, als wenn sie hinter einem Fensterchen sitzen. Ja, und hier hat sie mir ein paar Notizzettelchen und hier hat sie mir ein paar Drücke gemacht, die ich mir von ihr gewünscht hatte, von Santoro. Die werde ich dann wieder kolorieren, da freue ich mich immer drauf. So, und hier oben haben wir wieder ein Täschchen, auch mit diesen Goodies. Die hier kenne ich, die habe ich auch von Action, aber ich habe sie nur in Blau und die drei Farben habe ich nicht, deswegen ist das super. Hier sind noch ein paar Sticker dabei und wenn ich das richtig sehe, sind die auch alle von Action, aber so ganz sicher bin ich nicht. Ich mache das wirklich mal auf. Ach nee, das ist hier so fein verklebt, guck mal. Hier so süß mit den Stickern. Werde ich bestimmt gar nicht heile abkriegen. Bemühe mich. Ja, geschafft. Heile abbekommen. Kann ich schon hier oben. So. Ja. Komm mal raus. So, dann haben wir hier so ein bisschen. Das sieht aus wie die Briefmarken. Das ist ja witzig. So, und hier dann auch nochmal solche Sticker. Die sind hier auch so ein bisschen, nicht gestampft, mal wie sagt man, geprägt. Und mit Glitzer. Und das hier sind, glaube ich, zwei Sticker. Einmal mit Rahmen und einmal ohne Rahmen. So, und hier haben wir nochmal Crazy, okay. Ja, lustig. Und ja, hier seht ihr das, dass das hier so geprägt ist. Und hier auch nochmal so ein Tech-Aufkleber und hier ein paar Blümchen und jetzt hier diese Glitzerteilchen. Ja, ist bei mir jetzt gar nicht schlimm, wenn ich noch mehr voll geglitzert werde, weil ich habe hier gerade was gewerkelt und hier ist sowieso gerade alles voll mit Glitzer, also kann gut sein, dass ihr da auch Glitzer seht. Das ist jetzt mal draußen. Ja, und das ist dann das, was sie gebastelt hat. Und das hat mir so gut gefallen wegen diesen Häschen. Und ja, das wollte ich gerne haben. Und dann habe ich halt mit ihr getauscht. Ja, das wird in mein Regal kommen. Und ja, mal schauen. Das werde ich mir jetzt immer angucken und mich drüber freuen. Achso, und hier oben haben wir auch noch etwas. Das mache ich auch nochmal auf. Diese Teile habe ich auch vom Action, aber auch in anderen Farben, also gelb habe ich nicht. Und schauen wir mal, was hier noch drin ist. Oh, hier ist noch ein selbstgemachtes Teilchen drin. Mit Smile, ein Ring-Teil. Und das finde ich süß, weil, ach, das ist sogar ein Magnet, cool. Finde ich ganz cool, weil ich hatte ihr nämlich auch selbstgemachte Ring-Teile mit eingepackt. Ja, ist ganz süß geworden. Smile und sieht hier so ein bisschen aus, hat sie das hier tatsächlich, das hat sie hier glaube ich eingestampft oder so. Das musst du mir mal sagen, wie du das gemacht hast, das ist ja cool. Das sieht nicht aus, als wenn das rein graviert wurde, das ist es irgendwie, oder das ist wahrscheinlich deine Form einfach, ne? Und dann hast du da mit Farben innen drin. Ja, das denke ich eher, weil das sieht nicht aus wie rein graviert, das sieht eher aus wie, als wenn es schon vorher da war. Ja, sehr süß, vielen Dank. Ich freue mich über die vielen Kleinigkeiten. Ja, ich hoffe, dass dir deins auch gefallen hat, auch wenn es jetzt leider aufgegangen ist. Und ja, das war's schon von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!